Dann hätte er das schon gern noch, den einen oder anderen Abschuss. Das heißt, Stufe 6 Waffe werden wir für Afrika fix brauchen. So mal das Weibchen hier. Könnte man in der Theorie natürlich auch probieren. Hinten geht ein Bär. Könnte man natürlich auch uns hinringen. Ja, war schon cool. Ehrlich gesagt, war cool. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einen viel besseren Eindruck jetzt. Ich habe das Spiel seit Release, also im Release, voriges Jahr war Release. Also es ist knapp ein Jahr ist das Spiel jetzt alt. Ja, man sieht, ich habe nicht viele Stunden investiert. Das hat mich nicht gecatcht. Jetzt muss ich schon sagen. Ich hab Bock auf Afrika. Ich habe auch Bock auf diese Karten eigentlich. Momentan, also. Rauf. Ich glaube, es zu steil ist für mich. Am Weiterlaufen. Und uns da jetzt das Bestmöglichste an Position verschaffen. Entenquaken. Die Ente will ich. Da ist das Ding, was ich will. Jungtier, männlich, ein Stern. Gleich die richtige nehmen. Eine Drehung, Herr Bär. Bitte. Da hat er mich jetzt doch gehört. Gehört oder gerochen oder keine Ahnung, da war der Schritt zu viel. Der Bär hat er mich da wahrgenommen. Ja, das ist aber eine Hose. Bringt halt nichts, jetzt nachzulaufen. Er ist zu empfindlich. Wir haben ganz aufgeregt noch immer. Bär. Pittis. Der Kater jetzt da runter.
gehen. Schauen wir, was hinfinden. Komm jetzt da nicht rauf. Oh, hinter uns, ja. Es gewachsen 4 Sterne. Auf 200 Meter. Kreuz da nochmal die Straße. Und legt sich hin. Stark. Sehr, sehr stark. Da haben wir die Wapitis erwischt. Also, einen Wapiti erwischt. Ein ehrlich links. Wachsen. Bär. Ah, Schwarzbär. Halt ein Weibchen, werde ich nicht nehmen. Dann ruhig ich ihren Weg machen. Über den Weg. Auch kein Männchen hinten nach, also. Nicht interessant für uns. Männchen dort vorne. Okay, das ist doch ein männlicher Elch erschrocken. Irgendwo hinten nach. Schönes Ding. Ausgewachsen, männlich. Wölkt, 4er, Jagdweitung 5. Plus Buchtweite.
Hat 46 Punkte. Ja. Passt. Gut, wir gehen da jetzt nach vor ihm. Gehen wir halt den Berg hoch. Das ist schon, also Aurora Shores bietet bis jetzt schöne Tiere. Also wir haben jetzt schöne Begegnungen gehabt mit dem Wapitis. Ehrlich, mit dem Bären eigentlich am Flussbeet, Bachbeet. Aber erfolgreicher waren wir bis jetzt in den anderen Folgen. Was mich grundsätzlich stört, aber ich wollte jetzt eben was anmerken. Und jetzt darauf. Dann wir mal laufen. Hoffe nicht, was ist. Sollte es so sein, ja, dann werden wir sehen. Werden wir schon sehen. Ich noch immer. Was ist ich hier von oben? Botten? Da wäre eine. Ja, das immer. Ich glaube, halt auf den Bergen oben wird wenig sein. Durch nichts. Oh, ich sehe was. Oh mein Gott, das hat schon ausgeschaut, als wäre da was. Aber war das gar nichts. Ich dachte echt, Twix, da geht das und haben wir schon gedacht, puh, knapp, noch nicht abgesprungen. Was gibt's eigentlich in Kanada so? Gebirge? Da würde es ja auch irgendein Tier geben, oder? Das hätte man ja doch da können. Und was bringt es so eine schöne Landschaft jetzt, sag ich jetzt mal? Unten ist die Elche. Im Fluss. Also bei einem See. Was bringt diese Landschaft hier? So schön. In Transylvanien hast du die Gänsen. Gämsen. Gänsen. Die Gänsen hast du auch. Oder hast du die Gämsen. Da kannst du auch bis zu 600, 700 Meter habe ich eine. Der Blick kann ich mich erinnern. Also da war mein Weiterzuschuss 800. Ich habe zwar nicht getroffen, aber ich wollte es probieren. Aber ich habe auch Videos gesehen schon.
bis auf 800 Meter in dem Spiel. Das gibt's halt in Call of the Wild nicht. Ich muss sagen, hier auf der Karte anscheinend auch nicht. Weil. Oh, ja, ich meine, ich könnte da runter. Selbst nur 400 Meter. Wir gehen aber jetzt zu dieser Lodge, schalten die auch gleich frei. Halt, Mutter. Da blicken wir irgendwas. Nichts. Macht mich jetzt wieder traurig, dass hier nichts ist. Ja, wir werden die Hütte machen und dann werden wir nächstes Mal Richtung Mission gehen, also zur Starthütte spawnen und Richtung Mission gehen, aber denke ich, dann werden wir halt die Mission halt ein bisschen anfangen hier auf der Karte. Da gibt es ja auch Belohnung und Geld wahrscheinlich. Und deswegen. Wenn wir das so tun. Gut, ist jetzt eine Schnellreiseoption. Hier wieder zurück. Wir enden die Folge. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht es gut, haut rein. Baba, ciao.